Nachdem ich mir jetzt schon UTV und Online-TV-Rekorder angeschaut habe, kommt jetzt als letztes, denke ich mal, SafeTV. Das sind die mir bekannten Online-TV-Rekorder auf dem deutschen Markt. Ich habe schon vorweggenommen, SafeTV ist ein Online-TV-Rekorder. Ich lese trotzdem mal die Eigendarstellung von der Webseite vor. Was ist SafeTV? Mit deinem Online-Videorekorder SafeTV kannst du sämtliche Fernsehsendungen aus über 45 Sendern online zur Aufnahme anlegen und anschließend aus deinem persönlichen Videoarchiv herunterladen oder streamen. Auf Wunsch, auch ohne Werbung und in bester HD-Qualität. So komfortabel war Fernsehen noch nie. Ja, damit ist die Funktion von SafeTV umrissen. Es ist ein Online-TV-Rekorder, das heißt, ich kann das Fernsehprogramm der deutschen Sender einfach aufnehmen und die Sachen dann downloaden oder streamen. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Wie wird aufgenommen? Die Aufnahme muss vorher programmiert werden. Ist die vorher nicht programmiert, kann ich mir die Sendung nicht mehr anschauen. Jetzt muss ich aber nicht jede Sendung einzeln programmieren. Ich kann das in sogenannte Channels zusammenfassen und kann zum Beispiel definieren, dass das komplette Vormittagsprogramm der ARD aufgenommen wird. Ich kann einzelne Stichworte anlegen, komme später noch dazu. Und ich gebe euch jetzt hier gleich einen Tipp mit auf den Weg. Im teuersten Paket kann man 200 Channels anlegen. Und wir haben insgesamt hier 46 Sender. Jeder Sender hat 4 Tageszeiten, die ich aufnehmen kann. Und pro Tageszeit wird ein Channel angelegt. Das heißt, ARD Vormittag, alle Sparten, wie ihr es hier im Screenshot seht, ist ein Channel. Ich kann also jetzt mich da durchklicken durch die 46 Sender und alle 4 Tageszeiten aufnehmen lassen. Dafür bräuchte ich 184 Channel. Die bekomme ich im teuersten Paket, da kommen wir auch dazu noch. Damit hätte ich das komplette Fernsehprogramm aufgenommen. Also theoretisch geht's, nur es ist halt eine Heidenklickarbeit. Könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen bei 184 Channel, die man da einzeln anlegen muss. Da kommen wir zu den Problemen bei der Aufnahme. Ich finde die Dokumentation echt mangelhaft, denn es gibt kaum eine. Es gibt irgendwie Stichwort-Channel, es gibt Serien-Channel, was da genau der Unterschied ist, keine Ahnung. Und es gibt auch, wenn man auf eine Sendung klickt, zum Beispiel Sportschau habe ich mal drauf geklickt, da gibt es dann den Button mehr Folgen aufnehmen. Ja, und dann 14 Tage lang die Folgen aufgenommen. Was das soll, habe ich auch keine Ahnung. Also wenn ich für einen bestimmten Zeitraum aufnehmen will, das mag ja sein, aber dann möchte ich den doch bitte selbst definieren und nicht so komisch vorgegeben kriegen. Man kann natürlich aber auch mit dem Stichwort-Channel wahrscheinlich einfach Sportschau angeben und dann wird wahrscheinlich auch die ganze Sportschau aufgenommen. Wie gesagt, ist schlecht dokumentiert, was das ganze Zeug macht. Ja, kommen wir zum Abspielen. Das hat mir ganz gut gefallen. Es ist eine Schnittliste ziemlich schnell nach Aufnahme der Sendung vorhanden. Schnittlisten haben den Vorteil, dass da die Werbung rausgeschnitten ist und es kein Vor- und Nachlauf der Sendung gibt. Wenn ich immer so 5 Minuten vorher und ein paar Minuten nachher aufgenommen, das kann man auch selber einstellen. Wie viel das sein soll mit einer Schnittliste, hat man eben den Komfort, dass man das nicht braucht. Streamen und Downloaden ist in HD möglich, auch da habe ich nichts zu meckern. Allerdings ist der Download elendig langsam. Ihr seht es ja hier im Screenshot. Kommen wir zur Integration. Was meine ich damit? Naja, ich will ja das nicht im Browser auf dem Fernsehen, auf dem Computer gucken, sondern am Ende möchte ich das natürlich gerne auf dem Smart TV schauen oder auf meinen mobilen Endgeräten. Für Smartphones gibt es einige Apps. Es gibt auch für ein Samsung-Fernsehen zum Beispiel eine App und was mir ganz wichtig ist, für Kodi. Und da gibt es eine offizielle App, die sieht man hier, das sind die 2 rechten grauen Screenshots, das ist echt furchtbar, da kriegt man echt Augenkrebs, die hat Bugs, die sieht scheiße aus, die funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Verstehe nicht, warum man nicht einfach das Kodi-Design beibehalten hat und mit Standards gearbeitet hat. Das hat ein freiwilliger Entwickler getan, das ist der Screenshot links unten, damit kann man wunderbar seine Aufnahmen aus dem Archiv anschauen. Kommen wir zur Qualität, die Aufnahmen werden wie gesagt in HD aufgenommen. Es wird ein vernünftiger Codec verwendet und die Dateigröße passt auch soweit. 25 Minuten haben hier in HD 570 MB. Ist allerdings kein Full HD, liegt jetzt aber nicht an SafeTV, sondern es wird einfach nicht höher ausgestrahlt von den Öffentlich-Rechtlichen. Kommen wir mal zu den Preisen. Da gibt es 3 verschiedene Varianten. Die erste finde ich recht unattraktiv, denn da bekomme ich nichts in HD geliefert und die Aufnahmen sind auch nur 30 Tage verfügbar. Channels habe ich nur 5 und eine automatisierte Serienaufnahme gibt es auch nicht. Also schauen wir lieber gleich zu SafeTV XL. Das kostet 7,50 Euro im Monat, allerdings nur, wenn man eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten wählt. Das finde ich ziemlich happig. Immerhin bekommt man da schon mal 20 Channel zur automatisierten Serienaufnahme. Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem teuersten und dem, also zwischen XXL und XL, finde ich einfach die Speicherzeit. Die ist einmal 30, einmal 60 Tage und die Anzahl der Channel, weil diese 200 Channel bräuchte ich, wenn ich wirklich das komplette Fernsehprogramm aufzeichnen möchte. Kommen wir also zum Fazit. Naja, SafeTV ist nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also die Bedienung von UTV hat mir deutlich besser gefallen. Da gibt es eine Knowledge Space, da ist mehr dokumentiert, da ist die Code-Integration mit Standards gemacht und mit nicht so komischen Apps. Ja, und auch die Preise finde ich ziemlich happig für eine Laufzeit von 24 Monaten, dass man da immer noch 12,37 Euro zahlt.